Ich glaube, wir erleben aktuell schon so einen Art kleinen Schock. Der Schweizer Franken hat im laufenden Jahr deutlich an Wert zugelegt. Viele haben mit dem eigentlich nicht gerechnet und man hat eigentlich auf Entspannung gehofft. Das ist jetzt nicht der Fall. Der Euro ist belastet und wird noch mehr belastet durch den 31. Oktober, durch den Brexit. Also ich glaube, der Schweizer Franken wird am Ende Jahr noch ein bisschen stärker sein wie heute und auf längere Sicht sogar noch deutlich stärker. Eine kontinuierliche Fitnesskur für unsere Industrie und unsere Tourismusbranche.